Herzlich willkommen zu Watch and Taste. Heute ein alter Bekannter unter uns, und zwar unser Stonewashed. Mittlerweile etwas gereift, das heißt, er ist von 2017 und es steht ihm verdammt gut. So, für die, die ihn noch nicht kennen, erzähle ich aber ganz kurz die Entstehungsgeschichte. Und zwar, ich habe irgendwann mal den Georg getroffen, Georg Fuser. Das sind zwei Brüder, Martin und Georg Fuser, mittlerweile relativ prominent unterwegs in der Weinszene, in der deutschen und auch ein bisschen international. Das sind Biodynamiker, die vor kurzem, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr aufgenommen worden sind in der Gruppe Respekt. Also das ist tatsächlich eine Gruppe, vor der ich tatsächlich auch, wie der Name es schon sagt, auch großen Respekt habe. Es sind großartige Winzer drin. Unter anderem halt der Johannes Hirsch, den ich sehr gut kenne aus Österreich. Und die Weine, ich war schon immer ein großer Fan davon. Naja, auf jeden Fall sind sie jetzt in dieser Gruppe und das ist eine Auszeichnung. Meiner Meinung nach ist das ein Ritterschlag. Also von daher gesehen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe damals den Georg getroffen und habe ihm gesagt, pass mal auf, wir haben ein Projekt oder ich habe mir was überlegt und ich würde ganz gerne eben etwas machen, was halt naturverbunden ist, was zu tun hat mit dem Thema Terroir. Ich möchte gerne das wirklich widerspiegeln, was euch gehört, was der Herrgott euch geschenkt hat und was ihr dann abfüllt in Flaschen. Und das sollte denn Stonewashed heißen. Stonewashed, der Name ganz kurz dazu, ist entstanden, weil in Anlehnung an das Waschverfahren der Jeans eben hier eben nicht die Jeans gewaschen wird, sondern tatsächlich der Rebstock und das Wurzelwerk wird umspült, und zwar von den Mineralien, die aufgelöst werden durch das Regenwasser, das runterkommt. Und dann wird es weitergegeben, eben dieses Mineral aufgelöst im Wasser, weitergegeben an die Pflanzen durch das Wurzelwerk, hochgezogen, an die Trauben weitergegeben. Und die Trauben letztendlich landen dann irgendwo im Bottich und nachher in dieser Form in unserem Glas. Ja, und dann sind wir nicht nur glücklich, sondern wir haben das pure Extrakt aus diesem Weinwerk und deswegen Stonewashed. Es ist wirklich gewaschen durch diese Steinstruktur, durch diese geologische Struktur, die der Herrgott uns gegeben hat, in diesem Fleckchen oder an diesem Fleckchen Erde hier in der Pfalz. Wir befinden uns hier in der Pfalz. Georg und Martin leben in der Pfalz und haben da dieses Weingut. Ganz toll und arbeiten im vollkommenen Einklang mit der Natur. Also es gibt hier keine Chemikalien, obwohl der Vater damals bei BASF tätig war und genau diese Chemikalien eben an die Winzerkollegen verkauft hat. Also das ist schon ein bisschen paradox und witzig auch rückblickend gesehen, denn die Söhne haben den Vater halt überzeugt. Es war eine kleine Revolution innerhalb der Familie, eben dann biodynamisch zu arbeiten. Und das passt sehr gut zu meiner Philosophie und sehr gut zu diesem Wein. Jetzt back to the wine, back to Stonewashed. Und zwar, es ist ein 100%iger Riesling. Ein Riesling aus drei verschiedenen Lagen, die allesamt rund um dieses Städtchen Deidesheim sind. Und zwar alles rundherum, ein großer Name nach dem anderen und eine große Lage nach der anderen. Also wir haben hier wirklich die Filetstücke zusammen und die gepaart hier drin. Und das als 2017er. Der 2017er, jetzt werden einige sagen, boah, das ist ja gar nicht der frische Jahrgang, der aktuelle Jahrgang. Ja, so what? Einfach mal probieren. Der 2017er bringt eine so schöne Reife mit, die genau das zeigt, eben das Riesling gemacht ist auch zum Reifen, zum sich verändern und neue Perspektiven entdecken bei einem Riesling. Das heißt, er fängt an, so leichte Reifearomen zu entwickeln und das steht ihm ausgerechnet. Es macht wahnsinnig viel Spaß, da die Nase reinzuriechen, die Nase reinzuhalten. Man riecht an und dann dran zu schmecken natürlich. Und das ist schon facettenreich. Also man hat hier schon ein breites Spektrum. Das ist jetzt auch eine knackige Säure hinten dran. Und man hat halt ein Spektrum von verschiedenen Fruchtaromen etc. pp. Meiner Meinung nach zurzeit ein absolut top Essensbegleiter. Essensbegleiter bedeutet vor allen Dingen auch, was heißt vor allen Dingen, aber für einige vielleicht überraschend, weißes Fleisch. Ich meine jetzt Fisch, ja, klar. Da gibt es ganz viele verschiedene Rezepte, die dazu passen würden. Aber auch eben Geflügel. Also wenn ich mir hier eine Maispoulade zu vorstelle, eine Orangensauce oder so, hervorragend. Also Orange, also Zitronen, Orangen etc. pp. Das passt immer super gut. Das sind genau die Aromen, die auch im Wein, in der Frucht, auf der Fruchtseite eben vorkommen. Also von daher gesehen, testet einfach alles aus, probiert es mal links und rechts, den Wein einfach separat, damit Essen zusammen, verschiedene Gewürze, Speisen etc. pp. Schafft euch da irgendwo, lasst der Fantasie freien Lauf, das wollte ich euch einfach nur sagen und empfehlen. Also macht's gut, viel Spaß bei allem, was ihr jetzt gerade tut, vielleicht auch viel Spaß bei einer Flasche Stonewashed und ich sage, bis bald, wenn es dann wieder heißt, Watch and Taste.